Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Steuern mit Kopf. Und zwar, es geht in diesem Video jetzt mal um einen Rechtsformvergleich, wie hoch die Steuerbelastungen sind, aber natürlich auch, wie es denn aussieht mit Gründer, aber natürlich auch Haftung, aber natürlich auch, wer darf sie vertreten und welche Kosten kommen da auf dich zu. Das erfährst du, wie gesagt, in diesem Video. Mein Name ist Roland, ich bin Steuerberater aus Regensburg und du schaust Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Kommen wir zu den unterschiedlichen Rechtsformen, die es in der Bundesrepublik Deutschland gibt. Ich habe die jetzt mal in vier Kategorien eingeteilt, die, sag ich mal so, als Überpositionen gelten. Einmal natürlich die Einzelunternehmen, dann die Personengesellschaften, die Kapitalgesellschaften und die Sonstigen. Kleiner Hinweis vorab zu den Sonstigen wie Genossenschaften, Vereine und Stiftungen werde ich nochmal ein gesondertes Video machen, weil das, glaube ich, nochmal extra ja besprochen werden sollte. In diesem Video geht es also primär um die Einzelunternehmen, die Personengesellschaften und die Kapitalgesellschaften. Da natürlich die Frage erstmal, ja, welche Ausprägungen gibt es denn von den einzelnen Gesellschaftsformen bzw. sag ich mal Möglichkeiten, die du hier auch als Gründer hast. Einzelunternehmen ist natürlich jetzt hier der falsche Überbegriff, aber ich wollte das als Sammelbegriff nehmen für zum Beispiel die Land- und Forstwirtschaft nach 13 des Einkommensteuergesetzes, den Gewerbebetrieb nach § 15 des Einkommensteuergesetzes und die selbstständige Tätigkeit nach § 18 des Einkommensteuergesetzes. Das ist natürlich so mal der Oberpunkt, der hier jetzt, entscheidend ist, dass du hier, wie gesagt, ja, diese Möglichkeiten hast, hier als Einzelunternehmer in unterschiedlichen Versionen zu gründen. Aber die Möglichkeit hast du nicht direkt selbst, sondern da gibt es bestimmte Kategorien. Bei denen bin ich in den einzelnen Videos, die ich dazu schon gemacht habe, schon drauf eingegangen. Aber grundsätzlich, das wären die, wo du, sagen wir, als ja, natürliche Person selbst gründen kannst. Dann natürlich hier die Frage als erstes, wie hoch ist denn hier die Gründeranzahl, die du brauchst? Die Gründeranzahl beträgt bei diesen drei Formen hier mindestens eine Person, beziehungsweise ist nur eine Person, denn im anderen Fall wäre es dann eine Personengesellschaft oder vielleicht eine Kapitalgesellschaft, je nachdem wie die Ausprägungen sind. Wie hoch ist das Kapital, das du brauchst? Bei den Einzelunternehmen in dem Fall ist es 0 Euro. Du kannst im Grunde mit 0 starten und dann damit Geld verdienen. Die Haftung ist in den drei Fällen, also Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbstständige Arbeit, hier natürlich vollständig. Also haftest wirklich hier, wie man so schön sagt, mit Haus und Hof. Hast aber natürlich dann hier die komplette Haftung, aber dafür hast du auch hier die komplette alleinige Entscheidungsgewalt über alles, was du machen willst. Zu den Formalitäten und den Kosten ist hier ganz kurz zu sagen, du brauchst im Falle von der gewerblichen Tätigkeit brauchst du eine Gewerbeanmeldung und in allen drei Fällen brauchst du hier aber die, den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, indem du dann deine steuerliche Situation darlegst. Circa die Kosten für die Gewerbeanmeldung belaufen sich so im Bundesdurchschnitt auf 30, 40 Euro, die du im Grunde hier für die Eintragung dann mitbringen musst. Steuerbelastung, natürlich Steuern mit Kopf, hier das Hauptthema. Hier ist es zum Thema im Rahmen der Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbstständige Arbeit ist hier der Einkommensteuersatz von 0-45% anzuwenden, was aber bedeutet, dass du natürlich hier auf deiner persönlichen Ebene das alles versteuern musst. Zusätzlich 0-45% kommt dann noch der Soli hinzu. Da übrigens ein Video, was ich gemacht habe, verlinke ich dir hier oben, wann er und für wen er wegfällt. Dann natürlich noch Kirchensteuer oder auch mit 8-9% und natürlich die Umsatzsteuer und die Gewerbesteuer mit 14%. Das natürlich so jetzt hier als kleiner Überblick zu den Steuern. Eine häufige Frage ist ja auch immer, kann ich hier jetzt eigentlich, immer die Einnahmenüberschussrechnung nehmen oder muss ich von Anfang an bilanzieren? Nein, hier gibt es Ausnahmen und Erleichterungen. Ausnahmen natürlich bei den Selbstständigen und bei den Land- und Forstwirten. Bei den Gewerbetreibenden ist es so, wenn diese weniger als 60.000 Euro Gewinn haben oder weniger als 600.000 Euro Umsatz, dann können sie die Einnahmenüberschussrechnung wählen. Bedeutet natürlich in dem Zusammenhang, der Standardfall ist grundsätzlich mit der Buchführungspflicht immer hier die Bilanz. Aber natürlich, du kannst im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung dann die Einnahmenüberschussrechnung wählen. Hat den großen Vorteil, du sparst natürlich eine Menge an Zeit und Aufwand und natürlich eventuell, wenn du den Steuerberater beauftragst, hier auch ein bisschen Geld.
Jetzt haben wir natürlich die einzelnen Unternehmen, also die, wo du, sag ich mal, komplett, ja, sag ich mal, selbst alleine unterwegs bist, abgedeckt zu den groben Informationen. Kommen wir jetzt zur Personengesellschaft. Personengesellschaften gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Einmal natürlich hier die klassische Version, die GbR, wo ihr euch ganz einfach zusammenschließt und irgendwas zusammen startet. Das bisschen größere Konstrukt sind dann zum Beispiel OHG, KG, Partnerschaftsgesellschaft oder die stille Gesellschaft. Das sind dann schon, sage ich mal, größere Kaliber und hier ist es zum Beispiel auch so, eine GbR, OHG, KG, Partnerschaftsgesellschaft oder stille Gesellschaft kannst du nicht alleine gründen. Denn zum Beispiel hier brauchst du für eine Personengesellschaft mindestens eine weitere Person, das heißt, ihr müsst hier mindestens zwei Personen sein. Das Kapital, das hier aufgebracht werden muss, beträgt auch bei den Personengesellschaften 0 Euro. Bedeutet natürlich, auch hier ist es aber so, dass du hier dann voll haftest. Ausnahme ist natürlich hier die Kommanditgesellschaft, also die KG. Denn hier haftet ja nur der Kommanditist mit seiner Einlage und der Komplementär voll. Aber auch hier ist natürlich dann die Haftung so mit Haus und Hof bei GbR, OHG und natürlich auch bei den anderen Gesellschaftsformen, außer natürlich denjenigen, die dann beschränkt daran beteiligt sind. Dann natürlich die Vertretungsvollmacht ist natürlich hier immer entweder der Gesellschafter oder der Geschäftsführer. Bei der KG ist es natürlich nur der Komplementär, denn hier gilt der Grundsatz im Grunde, wer voll haftet, soll auch sozusagen dann die alleinige Entscheidungsvollmacht haben. Hier aber gibt es natürlich auch rechtliche Unterschiede, man kann das auch ein bisschen anders gestalten, aber das ist wie gesagt ein rechtliches Thema. Zu den Gründungskosten, Formalitäten, auch hier natürlich die Gewerbeanmeldung bzw. die Anzeige, dann natürlich der Fragebogen zur steuerlichen Erfassung und hier geht man so im Durchschnitt natürlich je nach Aufwand an, dass man sagt, okay, hier sind wir zwischen 250 und 500 Euro. Nach oben hin ist das natürlich auch hier unbegrenzt, aber grundsätzlich hier so als Einstieg. Einkommensteuerliche Belastung ist auch hier wieder anzuwenden, denn es wird alles auf der persönlichen Ebene dann versteuert mit der Einkommensteuer 0-45%, Soli 5,5%. Kirchensteuer 8 oder 9%. Umsatzsteuer fällt natürlich auch an, wenn du umsatzsteuerpflichtige Tätigkeiten ausführst. Und die Gewerbesteuer fällt aber auf Ebene der Gesellschaft an. Hier natürlich auch immer die Frage EÜR oder Bilanz. Was ist hier im Grunde dann das Maßgebliche? Hier natürlich bei der GbR zum Beispiel die Einnahmenüberschussrechnung, aber natürlich auch hier kann eine Bilanzierungspflicht entstehen. Und in dem Zusammenhang KG und OHG sind immer bilanzierungspflichtig. Da gibt es im Grunde kein Wahlrecht. Kommen wir jetzt zum großen Vergleich und zwar dann hier die Kapitalgesellschaften als ja, weiterer Gegenpol. Hier gibt es zum Beispiel die UG, GmbH und AG. Es gibt natürlich noch so Sonderformen wie GmbH und Co. KG, UG und Co. KG und natürlich dann noch die Kombinationen mit ausländischen Beteiligungen, wie zum Beispiel natürlich hier auch der BV, SL und anderen, die dann mit Co. KGs, sag ich mal, gemischt werden. Gründerzahl ist sowohl hier bei der GmbH, UG und AG mindestens eine Person, aber du brauchst natürlich, um dann zum Beispiel bei einer AG alle Stellen richtig zu besetzen, auch hier mehr Personen, aber grundsätzlich Gesellschafter reicht einer aus. Zum Gründungskapital ist das bei der Kapitalgesellschaft ein bisschen anders, denn hier ist es ja so, dass du ja im Grunde das alles getrennt betrachten musst. Also hier ist es auch nicht so, dass du der Gesellschafter auch gleichzeitig hier derjenige bist, der direkt dann auch hier immer wieder, ja sag ich mal, mit dem Privatvermögen haftet. Da kommen wir jetzt gleich bei der Haftung dazu. Denn diese Gesellschaften brauchen ein Stammkapital. Und dieses Stammkapital kann zum Beispiel bei der UG mindestens 1 Euro betragen. Macht man aber in der Praxis sehr selten. Hier nimmt man meistens das so her, dass man sagt, okay, mindestens 500 oder mindestens 1000 Euro, damit man hier in dem Zusammenhang natürlich, ja, sage ich mal, alles abwickeln kann. GmbH braucht in dem Zusammenhang hier natürlich die 25.000 Euro und die AG hier 50.000 Euro. Hier muss natürlich mindestens die Hälfte eingezahlt sein, dass hier das natürlich starten kann. Die Haftung, wie gerade schon kurz angeteasert, ist ja hier beschränkt. Beschränkt hier auf die Stammeinlage. Das heißt, hier haftest du nicht wie bei der Einzelunternehmung bzw. bei der Personengesellschaft mit Haus und Hof, wenn du, sag ich mal, dran beteiligt bist, sondern hier ist wirklich dann die Haftung beschränkt. Aber wirklich an dieser Stelle auch der Hinweis, sie ist beschränkt und nicht ausgeschlossen. In bestimmten Fällen kann auch der Geschäftsführer oder natürlich, wenn es Gesellschaft der Geschäftsführer ist, auch dieser zur Haftung herangezogen werden und dementsprechend auch wirklich hier darauf achten, dass im Grunde du auch hier auch alles sauber abwickelst, denn nur eine beschränkte Haftung, sage ich mal, ist eben kein Ausschluss. Die Vertretung haben hier, wie gesagt, Geschäftsführer und Vorstände.
Bei der Gründung einer GmbH, UG oder AG ist es ein bisschen aufwendiger, denn da brauchst du natürlich einen Notar dazu, der das Ganze natürlich dann mit dir abwickelt, dann die Handelsregistereintragung und dann den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Bei der UG geht es ungefähr hier bei so 500 Euro, ja 300 bis 500 Euro mit den Kosten los. Aber auch hier ist es natürlich, wenn ihr vom Musterprotokoll abweicht, bei der GmbH und AG nach oben hin unbegrenzt, sage ich mal, an den Kosten, weil ihr natürlich hier alles Mögliche mitgestalten könnt in den Verträgen. Zur Steuerbelastung hat die GmbH ein bisschen den Vorteil, denn sie hat eine Flat Tax, könnte man so fast sagen, denn in der Körperschaftsteuer fallen 15% an, obendrauf der Soli, eine Umsatzsteuerpflicht kann natürlich auch gegeben sein und die Gewerbesteuer im Bundesdurchschnitt mit 14%. Bedeutet so ungefähr um die 29-30% sind hier an Steuerbelastung flat mit einzukalkulieren. Kommen dann wie gesagt bei der Gewerbesteuer auf deine Gemeinde an. Bei der UG, GmbH und AG ist es immer so, dass hier eine Bilanzierungspflicht vorliegt. Das bedeutet natürlich, hier kannst du bei einer UG oder GmbH nicht die Einnahmenüberschussrechnung wählen, denn hier ist immer eine Bilanzierungspflicht vorhanden. In dem Zusammenhang aber noch die Zusatzinformationen, die auch vorliegen können, wie zum Beispiel Veröffentlichungspflicht oder Hinterlegungspflicht, je nach Größe natürlich, und dann die weiteren Informationen, die du eventuell der Bilanz ganz einfach beifügen musst. Dementsprechend, was natürlich dann auch das Ganze ein bisschen teurer macht bei den Steuerberatungskosten. So, jetzt das mal als kleiner Überblick über die Rechtsformen, die es in Deutschland gibt. Wie gesagt, zu den Einzelunternehmen weiß ich, dass natürlich das hier eine sehr grobe Zusammenfassung ist. Bei den Personengesellschaften gibt es natürlich auch noch ausländische Gesellschaften, die man hier mit reinnehmen kann, genauso bei den Kapitalgesellschaften. Aber grundsätzlich kann man es hier wirklich in die Einzelunternehmen, Personengesellschaften und natürlich hier in die Kapitalgesellschaften unterteilen. Steuerlich natürlich mit den unterschiedlichen Ausprägungen und natürlich auch den unterschiedlichen Auswirkungen, die das dann in der, sag ich mal, den Rattenschwanz, den es dann nach sich zieht. Wie gesagt, das Video wurde sich gewünscht. Ich soll das Ganze mal direkt hier ja ganz einfach gegenüberstellen, damit ihr hier einen Überblick habt. Und dementsprechend, ja, wenn ihr weitere Fragen habt, dann ab damit unten in die Kommentare. Solltet ihr euch mehr von solchen Basic-Videos wünschen, dann auch damit ab unten in die Kommentare. Wenn ihr es erstmal da wart, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst natürlich auch nicht, die Glocke zu drücken. Mein Name ist Roland, ich bin Steuerberater aus Regensburg und das war Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.